guten Abend. Ich begrüße Sie noch einmal zu einem kurzen Nachrichtenüberblick. In den USA herrscht weiter Aufruhr. Die Proteste gegen rassistische Polizeigewalt haben sich mittlerweile auf mehr als 30 Städte ausgeweitet. Die meisten Demonstrationen bleiben friedlich, doch es kommt auch immer wieder zu schweren Ausschreitungen. Und die Proteste haben mittlerweile auch Europa erreicht. Hier hat alles begonnen. In Minneapolis ist ein Afroamerikaner durch Polizeigewalt gestorben. Die wütenden Proteste haben sich längst auf Dutzende Städte ausgebreitet. Vielerorts gibt es Ausgangssperren, zu Krawallen kommt es trotzdem. Autos brennen, die Polizei setzt Gummigeschosse und Tränengas ein. Ein Amateurvideo zeigt, wie in New York ein Polizeiauto die Menschenmenge rammt. Ob es Verletzte gibt, ist nicht bekannt. Präsident Donald Trump macht linksradikale Gruppen für die Ausschreitungen verantwortlich. Belege dafür gibt es nicht. Trotzdem will die US-Regierung die Antifa-Bewegung als Terrororganisation einstufen. Auch in Europa sind heute Menschen auf die Straße gegangen. Solidaritätskundgebungen finden unter anderem in Berlin und Kopenhagen statt. In London sind mehr als 1000 Menschen durch die Stadt bis zur US-amerikanischen Botschaft gezogen. Österreich bereitet sich indes auf weitere Lockerungen vor. Am Mittwoch will die Regierung neue Regeln fürs Reisen präsentieren, wobei es dabei erst einmal um die Grenzen zu den Nachbarländern geht. Ob der Urlaub am Mittelmeer heute heuer möglich sein wird und unter welchen Rahmenbedingungen, das soll in den nächsten Tagen und auch Wochen geklärt werden. Zunächst geht es jetzt einmal um die Reisefreiheit zu unseren Nachbarländern. Nur bei Italien zeigt sich der Außenminister noch zurückhaltend. Hier werde die Lage genau beobachtet. Mit Juni könnten dann die ersten Grenzkontrollen komplett fallen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist bei uns auch weiter stabil. 46 neue Infektionen sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet worden. Eine Infektion in Oberösterreich und 45 in Wien. 28 davon hängen mit familiären Clustern zusammen. 17 weitere wurden bei Tests in zwei Firmen in Wien und in einem Amazon-Verteilzentrum in Niederösterreich entdeckt. Nach der Post mit fast 140 Infektionen ist nun auch Amazon betroffen. Die Situation im Paketzentrum Groß-Ebersdorf dürfte aber weit weniger dramatisch sein. 8 von etwa 1000 Tests, die der Sanitätsstab in Niederösterreich veranlasst hat, waren positiv. Alle 8 Mitarbeiter wohnen in Wien, wie es schon im Fall der Post war, weshalb der Ball nun dort liegt. Infolgedessen müssen auch die Behörden von Wien das Contact Tracing durchführen. Aber die Zusammenarbeit zwischen den Wiener Behörden und zwischen den Behörden in Niederösterreich funktioniert ausgezeichnet und ich bin überzeugt, das ist alles schon im Laufen. Bei Amazon betont man, seit Bekanntwerden der Infektionen eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten und entsprechende Vorkehrungen getroffen zu haben. So seien im Paketzentrum mehr als 150 Arbeitsprozesse umgestellt worden. Aber auch die zuständigen Stellen ziehen Konsequenzen. In Niederösterreich sollen in den nächsten Tagen und Wochen 200 Firmen vom Arbeitsinspektorat kontrolliert werden. Österreichweit sind es 1000. Nach Europa, Asien und den USA wird derzeit Lateinamerika von der Corona-Pandemie besonders heimgesucht. Stark betroffen ist Brasilien, das größte Land der Region. Rund eine 500.000 Menschen hat sich bereits mit dem Virus infiziert, Tendenz stark steigend. Denn viele Millionen Menschen leben in Armut und haben keinen Zugang zum Gesundheitssystem, das ohnehin bereits die Grenzen der Belastbarkeit erreicht hat. In vielen Krankenhäusern werden die Betten knapp, Schutzausrüstung und Medikamente fehlen. Das Personal schlägt Alarm, denn die Zahl der Neuerkrankungen steigt rasant. Trotzdem dürfen ab morgen die Geschäfte in Sao Paulo, der größten Stadt des Landes, wieder öffnen. So will es auch der rechtspopulistische Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro. Der hält das Virus nach wie vor für eine leichte Grippe, obwohl auch die Zahl der Todesopfer stark zunimmt. Besonders prekär ist die Lage in den vielen armen Vierteln, den Favelas. Kaum jemand ist hier krankenversichert, getestet wird hier praktisch niemand. Auch wenn sich die Menschen hier mehr vor Hunger als vor Ansteckung zu fürchten scheinen. Mehr als ein Jahr ist es her, dass in der Pariser Kathedrale Notre-Dame ein verheerender Brand ausgebrochen ist. Jetzt ist zumindest der Platz vor der Kirche wieder geöffnet. Wer die französische Hauptstadt besucht, kann nun wieder etwas näher an das eindrucksvolle Bauwerk herantreten. Von einer Art Wiedergeburt spricht die Pariser Bürgermeisterin bei der Eröffnung. Am Wiederaufbau der Kathedrale wird weiterhin gearbeitet. Bei dem Feuer am 15. April 2019 sind große Teile des Dachs eingestürzt. Der Platz vor der Kirche war wegen der hohen Bleibelastung gesperrt.
Und wir schauen noch aufs Wetter am Pfingstmontag und das wird schon wieder deutlich freundlicher. Morgen ziehen vor allem im Bergland noch einige Regenschauer durch, sonst bleibt es schon vielfach trocken. Und dazu gewinnt wieder im ganzen Land die Sonne die Oberhand. Mit 16 bis 24 Grad wird es außerdem milder, im Osten bleibt es aber noch windig. Durchwegs freundlich verlaufen dann der Dienstag und der Mittwoch. Den meisten Sonnenschein gibt es wieder im Westen. Einzelne Schauer oder Gewitter sind aber möglich. Die Temperaturen entsprechen dann endlich wieder der Jahreszeit. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend und dann später eine gute Nacht.